Morgens 8:30 hier bei Tickmill. Einen schönen guten Morgen mit dem Blick in die Charts von Euro, britischem Pfund, dem australischen Aktienindex und dem Euro-Austral-Dollar. Das die drei Paare heute auf der Uhr und Sie sehen es noch hier im Hintergrund. Eine kleine, ja, ein kleines Update zu einer Vorbereitung, aber da kommen wir gleich auch noch näher drauf. Zuvor selbstverständlich erst einmal allen, die hier live zuschauen, herzliche Grüße und ein herzliches Willkommen, verbunden mit der Einladung, sehr, sehr gerne in den Chats Fragen zu stellen, beziehungsweise gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt reinzumachen. Olaf, Elena, Theo, einen schönen guten Morgen. Bevor wir ins Webinar und die normale Tagesvorbereitung starten, selbstredend, der Risikohinweis, der gehört ja standardmäßig auch dazu. Sie wissen es, der ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen und der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Schauen wir, was heute auf uns wartet bei den Nachrichten. Die kommen ja auch jeden Morgen mit Blick aufs Öl beispielsweise. Gestern wussten wir ja, um 16.30 Uhr kommt der Ölmarktbericht. Da gab es ein bisschen was an Enttäuschung. Alles Weitere werden wir dann sehen, wenn wir morgen den großen Marktcheck machen. Was wartet heute an Nachrichten? Wir bekommen aus Großbritannien den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe. Dann haben wir heute die Veröffentlichung des Berichts seitens der EZB, die veröffentlicht den Bericht des geldpolitischen Treffens, das um 13:30 Uhr. Ich sehe gerade hier noch, da muss ich schnell noch die Daten nachliefern. Wir hatten ja selbstredend hier um 8 Uhr heute den Auftragseingang der Industrie. Da war geplant ein Zuwachs von 0,3, aktuell deutlich schlechter, als das Ganze hier erwartet gewesen ist. Wir hatten hier einen Rückgang von 4,2% im Februar gehabt. Mal schauen, was der Markt draus macht. Am Nachmittag bekommen wir dann aus den USA um 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und dann sprechen noch zwei Mitglieder des FOMC-Komitees. Also das ein paar Nachrichten aus dem heutigen Tagesverlauf, aus der Planung. Bitte auch immer die eigenen Dinge planen bzw. auch checken, was an Nachrichten kommt. Es gibt ja viele Währungen, wo viele andere Zentralbanken oder Nachrichten Einfluss drauf nehmen können. Das bitte ich immer zu, ja, sage ich mal, zu prüfen, weil da kann natürlich viel, viel, viel Bewegung durch so eine Meldung kommen. Ich sage nur, was wir vor Kurzem hatten, hier Neuseeland-Dollar. Da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Thorsten, auch von meiner Seite her einen schönen guten Morgen. Jetzt gehen wir in die Charts hinein und Sie haben es ja schon gesehen. In der Vorbereitung gerade war noch der Bildschirm offen hier mit dem Buchsel. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Da war die Situation sehr schön hier, wunderbarer Aufwärtstrend. Aber es gab einfach einen starken Move hier. Ich nenne das persönlich für mich. Ich scanne solche Kursmuster auch. Ich nenne die ganzen Kursmuster sozusagen den High Spike hier. Ich mache das mal kurz noch etwas kleiner, damit wir sehen, wo die Historie hier rausgekommen ist. Heißt also hier in diesem Bereich, wir sind schon sehr, sehr hoch gelaufen. Und wenn wir uns das Ganze mal schnell auf der Woche auch anschauen, wir sind hier in einen Bereich hineingelaufen, den wir schon hier, das war das letzte Mal, standen wir im Jahr 2016 so hoch. Und da oben hat der Markt dann halt deutlich abgekauft. Und wenn man sich diese Verortung mal anschaut und dann sieht, was der Tageschart hier an dieser Stelle gemacht hat, wie weit er reingelaufen ist, wie stark er auch hochgespiked ist und wir hier oben das Umkehrsignal gesehen hatten, das ist halt an so einer Stelle eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Es gibt ja keine Garantien. Wir traden an der Börse ja immer nur Wahrscheinlichkeit. Aber das ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt an solchen Stellen auch mal ein bisschen mit Korrektur anfängt. Und an solchen Stellen, das ist halt das Schöne, kann man sich eng absichern. Wohin einen der Markt trägt, das weiß man eh nicht. Aber hier sehen wir auch nochmal das schöne Setup drinnen liegen, wie weit der Markt jetzt auch runtergekommen ist. Wir stehen jetzt hier mittlerweile am Support. Mal schauen, was sich ergibt, ob es hier wieder eine Umkehrsituation gibt. Das werden wir dann morgen sehen. Möglicherweise findet hier der Buchsel morgen eine Beachtung. Aber was ich an der Stelle einfach mal zeigen möchte, ist, wenn wir die Marktvorbereitung hier jeden Morgen machen, und für den einen oder anderen ist was dabei. Es lohnt sich, an den richtigen Stellen auf den Markt zu warten. Das sehen wir ja hier immer wieder. Und dann
hier die richtigen Setups zu traden, natürlich immer die persönlichen Setups, das Money Management, das Risikomanagement mit im Griff zu haben und dann kann man damit auch wirklich Geld verdienen. Ist kein Märchen, wir sehen es hier jeden Morgen auch in den entsprechenden Charts. Gut, da also ein paar Worte noch zu einem älteren, ja zu einem älteren Gedanken hier. Im Bereich der sehr langlaufenden Zinsen gehen wir zurück in die Charts und zwar wir beginnen mit dem Euro-Britischen Pfund hier. Selbstredend auch wieder im Tageschart und Euro-Britisches Pfund. Großbritannien, da klingelt es immer in den Ohren. Es ist eine sehr nachrichtengetriebene Zeit, immer wieder. Wir sehen es halt auch an dem Hickhack hier im Chart, an diesem Hin und Her, wo wir einfach übergeordnet den großen Abwärtsschub, den großen Abwärtsdruck auch sehen. Im Kleineren sehen wir es auch, aber das Hin und Her sorgt halt auch ab und zu mal dafür, dass es solche Anomalitäten wie hier gibt, es einfach mal ein Trend gebrochen wird, so wie wir das hier gesehen haben, und dann der Markt wieder in Richtung dieses Trends läuft. Das ist normal, das ist Geschäft im Börsenalltag hier. Wichtig ist natürlich, dass man sich dann an den richtigen Stellen auf die Lauer legt. Und wir sind jetzt momentan in einer Stelle, da sehen wir, von dort aus hat es immer wieder etwas Dynamik nach oben gegeben. Ich spreche hier von diesem Staubereich um die Marke hier unten von 0,85, knappe 3. Wir sehen es hier, das ist ein Bereich gewesen, da ist der Markt immer hin und her gezappelt. Er ist immer unten drunter runtergefallen, hier sehr, sehr oft und hat an dieser Stelle aber in diesem Bereich immer wieder Käufer gefunden, die den Markt nach oben gezogen haben. So, das ist jetzt, wie es ist und jetzt aktuell notieren wir schon wieder hier unten in diesem Bereich und der ist jetzt sehr, sehr interessant für die kurzfristigen Trader, aber möglicherweise auch für den ein oder anderen Swing Trade. Warum? Kurzfristig kann natürlich das passieren, was hier in den letzten Zeiten immer wieder passiert ist. Wir laufen runter in diese Supports hier rein und dann schnappt der Markt wieder nach oben. Das kann ein kurzfristiger Handler dieser Bewegungen, die wir hier dann dieses Momentum möglicherweise, das sich da kurzfristig entwickelt, das kann der kurzfristige Trader natürlich sehr, sehr schön zum Handel nutzen. Auf der anderen Seite bekommen wir hier unten Schub nach oben rein. Dann könnte es natürlich gut und gerne wiederum sein, dass das Long-Szenario, ja, hier an dieser Stelle kann beides kommen und deswegen müssen wir auch beides im Blick haben. Das heißt, schnappt der Markt hier hoch, schnappt er zurück in Richtung dieses Supports, beziehungsweise nicht hier oben, das ist der Widerstand, dieses Widerstands hier oben, die Marke hier 086750. Schnappst du zurück, haben wir als nächster Anlaufpunkt, der erste Mal das Tageshoch von gestern. Da wird man dann sehen, ob Stärke oder Schwäche reinkommt. Das lag hier bei der Marke von, wo haben wir es hoch, 0,85582, beziehungsweise dann vom Vortag das Tageshoch. Das liegt bei 0,86076, die nächsten Anlaufpunkte hier voraus. Und wie schon gesagt, mit Blick nach unten. Hier kamen immer wieder Käufer rein. Deswegen könnte es auch gut und gerne sein, dass die Marken, die wir hier drinnen liegen haben, auch als Pivotpunkte genommen werden. Heißt also hier, das Tagestief von gestern spielt hier eine Rolle. Das Low haben wir hier bei 0,85, 0,23. Dann haben wir hier den nächst tieferen Schub liegen. Das haben wir bei 0,84,833. Bevor wir dann hier rüben, wenn wir ein Stückchen weiter noch nach links schauen, da hatten wir die Tiefs, wo die Aufwärtsbewegung immer wieder eingesetzt hatte, im Bereich der Marke von 0,84,717. Und das kann hier immer, immer wieder passieren. Also das ist interessant hier. In diesem Bereich, der hat eine relativ hohe Marktbeachtung und das Ganze geschuldet dem Punkt, dass hier immer wieder Käufer auch reingekommen sind. Und möglicherweise gibt es ja doch die ein oder andere Nachricht aus Großbritannien, die hier noch für Bewegung sorgen kann, wobei man ja momentan auch immer wieder merkt, dass der Markt das Thema eines ungeordneten Brexits auch noch nicht auf der Uhr hat. Man geht einfach nicht davon aus, dass hier ein ungeregelter Brexit kommt. Das ist die Nachrichtenlage, das ist das, was der Markt momentan anscheinend einpreist. Wenn er doch kommt, meine eigene Vermutung, dann wird es doch erst einmal kurzfristig ein paar deutliche Bewegungen geben und dann wird der Markt eine Richtung finden. Aber soweit ist es noch nicht, aber es ist immer wichtig zu haben oder zu wissen, man muss das Thema auch immer mit auf der Uhr haben. Nächster Markt, Euro-Austral-Dollar. Wir bleiben erstmal noch im Währungsmarkt beim Euro-Austral-Dollar. Interessant zu sehen, wir haben hier, wenn man mal den großen Schwankungsbereich nimmt, oben drüber hier die 1,61532, das ist hier der Bereich, beziehungsweise etwas tiefer. Da kam oder kommt immer wieder Schwäche rein hier oben in der Historie. Jetzt haben wir mittlerweile hier einen Abwärtstrend am Laufen und dieser Abwärtstrend ist jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder hier
in dieses Supportband reingelaufen zwischen 1,57428 und hier unten diesem Tief bei 1,57208. Das ist hier unten ein Supportbereich, der hat bis jetzt immer wieder dafür gesorgt, dass der Markt hochlief. Aber man muss halt einfach auch sehen, das kurzfristigere hier, das dünne rote, was ich eingezeichnet habe, der Abwärtstrend, der ist vorhanden. Gestern sind wir hier in Umkehr gestoßen, das heißt, die Stunde hat sich wieder nach unten ausgerichtet. Das Hoch hat man gestern hier bei 1,58793. Wenn wir positive Signale kriegen, müsste der Markt natürlich erst einmal hier oben drüber laufen oder richtig ranlaufen. Dann wäre als nächstes nach oben hin halt dieses Widerstandslevel bei 1,59166 zu sehen. Widerstandslevel deshalb, weil wir hier halt in diesem abwärts laufenden Markt hier das Hoch hatten, ein kleines Zwischenhoch in der Abwärtsbewegung, daher der Widerstand. Das heißt, das ist das Korrekturhoch dieses Trends, den wir hier nach unten haben. Aber wir sehen halt in diesem Chart auch, wir sind hier eingeklemmt zwischen wichtigen Marken und da läuft der Markt halt hin und her, der pendelt. Da kommt es häufig nicht zu ausladenden Bewegungen, aber immer wieder zu Möglichkeiten für kurzfristiges Trading. Das heißt, mit Blick nach oben haben wir die Marken auf der Hand, wenn wir hier oben an dieser Stelle drüber laufen, ja, dann sind wir in der Situation, dass wir durchaus auch wieder hier den Blick nach oben richten können. Das heißt, was wartet dort an dieser Stelle auf uns? Da müssen wir einfach schauen, wer wird denn nach uns kaufen? Dann sind es möglicherweise Händler, die sich hier oder hier oben entsprechend absichern, also hier irgendwo bei 1,60741, beziehungsweise natürlich dann hier ein kleines Stückchen höher. Ich nehme das Ganze einfach mal mit hoch hier. Das heißt, an dieser Stelle hier, das wollen wir nicht. Kleinen Augenblick, das war falsch, löschen, ich wollte das mitnehmen hier. So, also hier, da ist der nächste Punkt, hier hatten wir noch so ein Hoch. Das sind so Marken, die kann der Markt durchaus auch noch anlaufen hier oben, auch wo diese Umkehr hier oben reingekommen ist. Also nach oben hin laufen wir hier oben drüber, dann haben wir wieder so die Tendenz, dass es durchaus möglich ist, in Richtung der Oberseite zu laufen für, sage ich mal, Traderinnen und Trader, die sehr, sehr gerne auch In-Range-Trading machen, ist der Bereich hier unten natürlich auch hochinteressant. Kommt es hier zu einem Rückschnapper, dann könnte es natürlich auch wieder ins Median bzw. zur Oberseite gehen, wie wir das hier in den letzten Malen auch schon erlebt haben. Aber laufen wir runter, das heißt, setzt sich hier die Abwärtsdynamik fort, sehen wir hier die Bewegung weiter runterlaufen, dann haben wir halt auch die Gefahr, dass wir erst einmal noch ein Stück tiefer laufen, dass wir nicht gleich in diesem Band anlaufen, aber das nächste Band ist schon relativ nah, das nächste Unterstützungsband, das haben wir hier um die Marke von 1,56730. Deutlich geht es erst dann weiter, wenn wir wirklich unten rausschieben, dann haben wir hier, wir sehen es unten, das Tief vom, wann war es gewesen, vom letztes Jahr, 3. Dezember, da hatten wir den Kurs von 1,53465. Das heißt, hier unten, da könnte es dann reinlaufen, wenn der Markt bricht. Da sind wir noch weit weg. Noch ist die Entscheidung nicht getroffen. Hier können wir auch in die Stunde schauen, was der Markt uns vorgibt. Und wir sehen es halt, es läuft halt ausladend hin und her. Und erst wenn der Markt wirklich hier Dynamik runterbringt, hier dieser kleine Aufwärtstrend ist ja erst einmal gebrochen. Jetzt haben wir hier aber noch keine klassisch richtige Dynamik. Das heißt, laufen wir unten drunter. Was sehen wir dann hier? Wir sehen dann hier den ersten Move nach unten. Dann hatten wir hier, an welcher Stelle das auch immer passiert, den Schub nach oben. Und wenn dann das passiert, dass wir hier untergeordnet wieder einen Abwärtstrend haben, dann haben wir eher die Richtung auf die Unterseite zu sehen. Läuft das Ganze allerdings oben drüber, das heißt als Aufwärtstrend weiter, dann sind wir relativ fix wieder in diesem Bereich, den ich oben auch gesagt hatte, in diesem Widerstandsband um den kleinen Zwischenhoch hier. Das sehen wir hier. Hier ist ja der abwärts laufende Trend. Hier haben wir das Korrekturhoch und wenn das überschritten wird, dann ist halt dieser kleine Trend erst einmal Geschichte. Ansonsten, wenn es hier weiterläuft, haben wir hier das Korrekturhoch gesehen und das wäre dann die Bestätigung, wenn wir hier unten reinlaufen, dass wir weiter in den Markt nach unten reinfallen und da wartet dann, wie schon gesagt, gleich noch das nächste Supportband etwas tiefer und dann wird der Markt eine Entscheidung geben, laufen wir deutlich tiefer oder schnappt der erste Mal ein Stückchen zurück und damit gehen wir vom Euro-Austral-Dollar noch einmal in eine Währung. Und zwar, nein, nicht in die Währung, in den australischen Aktienindex. Wir haben ja zwei Währungen und einen Index heute. Hier mal wieder der Aktienindex aus Australien. Der macht auch Freude. Wir hatten ja das Setup vor kurzem. Erster Einstieg wäre hier im Übergang nötig oder möglich gewesen. Zweiter Einstieg, wir haben dann tiefere Korrektur gesehen. Der Markt wollte halt nicht gleich hier oben drüber. Und was hat er gemacht? Er hat tatsächlich wieder
im Supportband angehalten, also im Supportbereich hier um das Low dieses Aufwärtsschubes hier. Wir hatten ja hier das Korrekturtief. Hier haben wir auch noch eine psychologisch wichtige Marke gehabt um den Bereich von 6.100 Punkten. Und wir sind schön von unten nach oben rausgelaufen. Das macht halt Spaß, sowas auch zu traden. Und jetzt an dieser Stelle haben wir hier einen Rücksetzer gesehen. Der Rücksetzer ist erst einmal auch an eine sehr, sehr, sage ich mal, gut planbare Stelle auch reingelaufen. Wir haben ja hier diesen Bereich vom Bruch, das heißt des Ausbruchs hier über dieses trendige Laufen nach unten. Das heißt, die Korrektur ist jetzt hier etwas trendig nach unten gelaufen. Hier hatten wir den Bruchbereich, da hat es den Markt einfach drüber geschoben. Jetzt sind wir hier erstmal rangelaufen. Nun muss man einfach sehen, wie es weitergeht. Wenn wir weitere Korrekturen sehen, der nächste Anlaufpunkt wäre dann selbstredend erst einmal hier das Tagestief vom 1.4. Das haben wir liegen bei 602,04. Dann könnte es natürlich auch noch weiter runtergehen. Das heißt, wir haben ja hier die Systematik. Man kann ohne weiteres, ohne diesen Trend jetzt kaputt zu machen, bis hier runter wieder laufen, bis in den Bereich um 6.100 Punkte. Muss man mal sehen, wie sich hier weiter verhält. Auf der anderen Seite, wenn hier jetzt wieder die Stärke nach oben reinkommt, das heißt im Sinne dieses laufenden Aufwärtstrends, dann wäre es auch gut möglich, dass wir hier wieder die 6.285 Punkte Marke wuppen, dass wir drüber laufen und dann steht natürlich der nächste Wert im Rahmen und da sage ich Allzeithoch, das haben wir hier oben bei 6.377 Punkten. Also hier auch wieder ein schönes Zeichen von Stärke, wunderbar, das kann man sehr, sehr schön sehen, die Stärke ist da. Hier ist ein Bereich, da läuft der Markt nicht einfach so drüber. Das ist ein normales Verhalten nach so einem starken Schub nach oben. Und jetzt kommt es halt einfach darauf an, wie es weitergeht. Wir haben jetzt hier fürs Trading mittelfristig den Blick nach oben am Allzeithoch, wenn es weiterläuft, nach unten hin selbstredend in die korrektive Phase. Auch sehr, sehr schön zu sehen. Und der Markt ist halt auch hier, so wie wir das im DAX die letzten Tage gesehen haben, auch wieder sehr schön bullisch unterwegs. Und das macht einfach richtig Spaß. Zum Abschluss dann noch einen kurzen Blick hinein in den DAX. Da sehen wir auch, dass momentan hier die Händler sehr, sehr gut aktiv sind. Wir haben gestern einen sehr, sehr schönen, starken Schub nach oben gehabt. Wir haben hier wichtige Marken erst einmal rausgenommen. Wir hatten ja in der Wochenbesprechung der letzten Woche auch eine wichtige Sache hier angedeutet, wo hier ein Bereich der 11.800 Punkte Marke liegt. Da sind wir jetzt wirklich drüber gelaufen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Morgen dazu in der großen Analyse selbstredend mehr. Und im edukativen Bereich haben wir wieder den Fokus auf eine kurzfristige Handelsstrategie. Ich habe darüber mal im Traders Magazin geschrieben. Ich habe dazu auch eine Frage bekommen. Die Frage werde ich morgen hier an dieser Stelle auch beantworten. Das heißt, wir beleuchten morgen im Nahen noch einmal Fokus EMA 20 Retracement, eine kurzfristige Handelsstrategie, die man aber auch als Swing Trade mitnutzen kann. Das heißt, je nachdem, welchen Zeitrahmen man wählt, kann man gut daraus traden. Morgen noch einmal Fokus, Strategie und dann beantworte ich natürlich auch direkt die Frage, die ich dazu gestellt bekommen habe. Also das Ganze nicht verpassen. Wieder mal eine Strategie, die sehr gut auch für Intraday Trading bzw. kurzfristiges Trading genutzt werden kann. Bleiben Sie am Ball, schauen Sie morgen rein, ab 8.30 Uhr geht es los. Die Strategie, ich denke mal, die besprechen wir so circa ab 9 Uhr. Bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit. Ich hoffe, es waren ein paar schöne Ideen auch wieder für den heutigen Tag dabei. Und wir machen dann das Beste draus und sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.